Dem Pilgerort Lourdes und seinem Quellwasser werden zahlreiche spontane Heilungen, sogenannte Wunderheilungen, zugeschrieben. Jedes Jahr pilgern über mehrere Millionen Menschen zur Quelle und hoffen auf eine plötzliche Genesung. Doch was sind Wunder eigentlich? Und gibt es sie wirklich? Der Chirurg Dr. Rolf Theiß aus Saarburg in Rheinland-Pfalz gehört seit mehr als 20 Jahren als einziges deutsches Mitglied dem Internationalen Medizinischen Komitee an. Dieses prüft in Lourdes ungewöhnliche Heilungen aus wissenschaftlicher Sicht. Herr Theiß, mit der Heilung welcher Krankheiten melden sich die Menschen denn bei Ihnen, also beziehungsweise bei dem Internationalen Medizinischen Komitee? Das geht quer durch das Menschenleben. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Es sind spektakuläre Fälle dabei, wenn Lähmungen auf einmal verschwinden. Aber es kommen auch so Bagatellen vorbei, das heißt Bagatellerkrankungen. Jemand wird schwanger, der wirklich seit 12 Jahren noch kein Baby bekommen hat und meldet sich dann, und zwar nicht bei mir persönlich, sondern im Büro Medical in Lourdes. Und was waren so die besondersten Fälle, die Sie bisher hatten? Besonders Fälle sind solche, wo man auch persönlich mit engagiert ist. Und da sind mir die zwei, die auch hier in der Nachbarschaft wohnen, von besonderem Interesse und von besonderem Herzensanliegen. Das ist einmal jemand, der auch einen schweren Unfall erlitten hatte vor 20 Jahren und 2010 geheilt wurde in Lourdes, ganz plötzlich und seitdem dauerhaft. Auch eine andere Frau, die ständig wegen Verwachsungen heftigste Bauchschmerzen hatte und dann vor 13 Jahren geheilt wurde und die ich auch gelegentlich besuche und mich um den Zustand, jetzigen Zustand kümmere. Daneben gibt es auch Fälle, das ist der besonders spektakuläre, besonders eindrucksvolle Fall, dass jemand an einem bösartigen Krebs leidet und der auf einmal geheilt wird. Und man spricht in solchen Fällen ja von sogenannten Wunderheilungen. Können Sie vielleicht mal ganz kurz erklären, was Wunder überhaupt sind? Ja, Wunder, auch da gibt es ganz viele. Schönste Wunder, was ich jetzt erlebt habe, gestern, das war die Geburt meines ersten Enkelkindes. Das war ein Wunder, was mich ganz tief berührt. Wir als Ärzte in Lourdes sprechen dann nicht von Wunder, sondern von außergewöhnlichen Heilungen. Und der Begriff Wunder kommt in der Medizin in dieser Weise nicht vor. Das ist ein Begriff, den andere Journalisten, Theologen oder auch Medien gerne aufgreifen, weil es wirklich das zeigt, dass man sich wundert über das, was passiert. Die Ärzte versuchen natürlich, die Dinge zu erklären. Das heißt, man versucht, über die wissenschaftlichen Analysen herauszufinden, welche Krankheit lag diesem Leiden wirklich zugrunde? Wie kann die Heilung verständlich gemacht werden? Ist die Heilung wirklich dauerhaft? Und ist sie anhaltend auch ohne weitere Therapie oder nur mit einer minimalen Therapie? Wenn wir jetzt trotzdem mal bei dem Wort Wunder bleiben, welche Kriterien muss so eine Heilung denn erfüllen, damit sie als Wunder gilt? Ja, als Wunder gelten die Kriterien, dass die medizinischen Fragestellungen vorher geklärt sind, medizinisch nicht erklärbar. Und dann gibt es auch darunter ganz viele einzelne Punkte. Das heißt, die Heilung muss ganz plötzlich sein, unerwartet, ohne medizinische Hilfe, muss dauerhaft sein und darf auch nicht auf Dauer dann zu einer Veränderung der Persönlichkeit führen. Deswegen unterscheiden wir die funktionellen und die organischen Erkrankungen. Das Wunder darüber hinaus, das wird dann von den kirchlichen Institutionen erklärt und das sind Dinge, die noch über das rein medizinische hinausgehen, nämlich die Frage, was bewirkt dieser Geheilte? Im Französischen heißt es der Miraculeux, also der Wundergeheilte, für sich, für die Umgebung und welche Botschaft gibt er weiter? Sie gehören ja jetzt seit mehr als 20 Jahren dem Internationalen Medizinischen Komitee an.
in Ihrer Laufbahn, welche Wunder wurden denn da jetzt bisher anerkannt? Es waren Wunder, die letzten drei, da muss ich tatsächlich noch mal gucken, welche, das waren die letzten drei in der Gruppe der 69 Anerkannten. Dazu zählen einmal die Heilung von einem Gelähmten, Heilung auch von jemandem, der an einer Baucherkrankung litt, und einem anderen auch, der Schmerzen im Bereich der Wirbelsäule hat, die verschwunden sind. Und wie viele solcher spontane Heilungen kommen in einem Jahr zusammen? In unserem Komitee, wir treffen uns jährlich, werden zwischen 25 und 45 Fälle jedes Jahr besprochen. Das sind dann Fälle, von denen ich vorhin sprach, auf Bagatellerkrankungen, aber es sind auch Fälle dabei, und das ist jedes Jahr so 2 bis 3 Fälle, wo wir sagen, das ist schon so, dass man dem nachgeht. Dann werden die Fälle auch nachkontrolliert, nachuntersucht, so wie ich jetzt den einen Patienten schon seit 5 Jahren mit begleite, mit den Symptomen und wie er sich fühlt. Und wenn es dann eine Stabilität ergibt und die Heilung wirklich bestehen bleibt, dann wird das wieder im Komitee besprochen. Und wie viele solcher Fälle werden im Jahr ungefähr anerkannt? Gibt es da so eine Faustformel? Ja, also es ist insgesamt sind, jetzt es geht ja schon seit über 150 Jahren, dass die ersten Heilungen waren 1858. Im Ganzen sind 7000 Heilungen festgehalten worden, und von denen sind aber nur 69 in der ganzen Zeit von der Kirche anerkannt worden. Wenn ich also die kirchliche Zahl nehme, dann müsste ich sagen, alle 2 Jahre eines. Wenn ich die anderen Zahlen nehme, dann komme ich auf sehr viel mehr. Sind Spontanheilungen denn nun Wunder, oder gibt es auch eine wissenschaftliche Erklärung dafür? Dann wäre es kein Wunder, wenn es eine Erklärung gäbe. Auf der anderen Seite, es gibt ganz viele Erklärungsversuche. In Lourdes, da haben wir eine Erklärung, die relativ logisch ist, indem man sagt, es gibt einen Weg, eine Kraft, die über dem Menschen steht und so etwas machen kann. Das ist Gott oder die Kraft, die davon ausgeht. Aber es gibt natürlich ganz viele andere Möglichkeiten zu erklären. Da gibt es die Erdstrahlen, dann gibt es die Mond und die Konstellation der Gestirne, dann gibt es auch die Möglichkeit, das wird heute gar nicht selten gesagt, dass man sagt, wenn sich jemand gesund ernährt, Sport macht, dann kann man auch den Krebs bekriegen oder besiegen sogar. Und auch der eigene Wille wird sehr in den Vordergrund gestellt. Wenn ich will, dass ich geheilt werde, dann muss ich geheilt werden. Das Letztere erlebe ich fast jeden Tag in meiner Praxis. Dann muss ich sagen, also das klappt so nicht. Man kann nur dankbar sein, wenn man geheilt wird. Und das ist das, was auch die Botschaft von Lourdes letztlich bringt. Die Hoffnung nicht aufgeben, sondern dankbar sein, wenn man etwas erfährt, was einem gut tut.